Wir gehen dann gleich zum letzten Akt. Und der kommt bunt daher. Das ist doch schon mal gut. Also gleich sehen Sie in den pinken Farben alles. Solange das, naja gut, hier ist leider immer der Beamer nicht ganz farbtreu. Das ist immer der große Nachteil. Und es sind in dem Sinne auch etwas Neues. Wir haben keine Juristen, wenn ich es richtig in den Steckbriefen wahrgenommen habe. Es ist ein Duo und vollkommen genderkonform, Mann und Frau. Also die dritte Dimension haben wir hier nicht, glaube ich, dabei. Bei zwei geht das auch dann schwierig. Und wir erfahren einiges ja über Märkte und Innovationen. Das ist das Thema, also leicht einen neuen Aspekt in dieser ganzen Thematik hinein. GovTechs und der Public Sector. Und hier steht Jana Janze zu erkennen dort, die von dem Start-up, nee, nicht selber Start-up, aber den Marktveranstalter, wie soll ich sagen, Beratung, GovMarket. Und dann von einer bekannten Beratungsunternehmen ist der Herr Singler da, PwC wohl bekannt. Also von daher, die Bühne ist Ihre. Vielen Dank. Also herzlich willkommen auch nochmals von unserer Seite. Wir freuen uns heute sehr, über eine Herzensangelegenheit von uns beiden zu sprechen. Denn wir machen, ganz ehrlich gesagt, heute ein bisschen Werbung. Nicht für PwC, nein, sondern wir machen Werbung für eine häufigere, intensivere und auch systematischere Zusammenarbeit von Verwaltung mit GovTechs. Dazu werden wir zuerst einige Zahlen zum Markt präsentieren, werden dann auf typische Herausforderungen eingehen, denen Verwaltungen, aber auch GovTechs in der Zusammenarbeit begegnen. Und dann abschließend werden wir auf konkrete Beispiele aus dem In- und Ausland eingehen, wie diese Herausforderungen auch bewältigt werden können. Doch zuerst noch drei Erläuterungen als Einstieg. Was sind GovTechs überhaupt? GovTech, kurz für Government Technology, bezieht sich im Grunde einfach auf den Einsatz von IKT in der Verwaltung. GovTech-Unternehmen oder kurz GovTechs sind in der Regel kleine Unternehmen, Startups und KMU, die solche technologischen Lösungen für die Verwaltung entwickeln und bereitstellen. Dies auch in Abgrenzung zu Big Tech, also den großen internationalen Technologiekonzernen. Warum sollten wir überhaupt darüber sprechen? Dafür gibt es viele Antworten. Ich beschränke mich jetzt mal auf drei. Erstens Innovation. Es sind typischerweise die jüngeren und die kleineren Unternehmen, die neue Perspektiven einbringen und die auch häufig die neuen Technologien und Methoden aus der Forschung direkt in die Praxis übersetzen. Die Schweiz ist hier mit ihren exzellenten Hochschulen natürlich bestens positioniert. Zweitens Standortförderung. Die öffentliche Hand hat 2022 knapp 3,5 Milliarden Franken für IT-Beschaffungen ausgegeben. Das ist ein sehr starker Hebel für eine wettbewerbsorientierte Standortförderung für Startups und KMU im Technologiebereich. Drittens, die Reduktion von Anbieterabhängigkeiten. Wir kennen alle das ein oder andere Beispiel. Wir kennen alle die Probleme, die daraus entstehen, wenn man nur einen Anbieter zur Auswahl hat, beziehungsweise nur wenige Anbieter. Das verschärft sich dann alles nochmals. Ich muss jetzt auch nicht auf das konkrete Beispiel eingehen, wenn dieser Anbieter ausländischem Recht untersteht, das dann vielleicht auch noch in gewissen Teilen unserem Recht hier widerspricht oder beziehungsweise mit diesem kollidiert. Die letzte Erläuterung bezieht sich auf folgende Frage. Was hat das Ganze mit KI zu tun? Ja, man hätte wahrscheinlich unseren Beitrag auch in einen anderen Block schieben können, doch wir sind überzeugt, dass die drei eben genannten Punkte Innovation, Standortförderung und Anbieterabhängigkeiten sich im Bereich KI weiter akzentuieren werden. Die Schweiz ist in den letzten Jahren regelmäßig unter den Top 3 gewesen, wenn es um KI-Forschung, KI-Fachkräfte und KI-Firmengründungen geht. Sorgen wir auch dafür, dass das in Zukunft so bleibt. Und nun zum Aufwärmen
einige Fragen an Sie. Genau, wir haben in der Tat ein paar Fragen mitgebracht, die ich jetzt hier einmal ins Publikum geben möchte. Auch von mir nochmal herzlich willkommen natürlich. Wir haben natürlich jetzt gerade über GovTechs gesprochen und deswegen meine erste Frage an Sie. Was glauben Sie denn, wie viele von diesen GovTech-Unternehmen, von denen Sebastian gerade gesprochen hat, haben wir denn in Europa? Vielleicht einfach mal so eine Zahl reinwerfen aus dem Publikum. Mutige vor, sonst rufe ich irgendjemanden auf, ne? Gibt's eine Schätzung? 10.000 habe ich gehört. Gibt's noch eine zweite Zahl? 100.000. Oh wow, okay, gut, das ist schon ziemlich gut. Es sind aber nur 1.200. Fast ein bisschen daneben, müssen wir noch ein bisschen was gründen. Diese Zahl bezieht sich in der Tat darauf, dass es junge Unternehmen sind, die ihren Hauptschwerpunkt auf die Verwaltung gelegt haben mit ihrem Businessmodell. Das heißt natürlich auch, dass es viele andere Startups geben kann, die auch Lösungen anbieten, die sich gut auf die Verwaltung übertragen lassen. Nur diese 1.200 aus Europa, die haben eben ihren Hauptschwerpunkt darauf gelegt. So, jetzt haben wir schon gerade über KI gesprochen. Was glauben Sie denn, wie hoch der Anteil von KI-Startups in der oder beziehungsweise nicht gar nicht in der Verwaltung, sondern grundsätzlich ist? Also wie viele Startups setzen denn auf KI? Gibt es eine prozentuale? Ja? 65, okay. 75, okay, gut. Ja. Gibt es noch eine zweite? 50? Ich löse mal auf. Es sind in der Tat 53%, die Big Data nutzen, 49% aus dem Bereich künstliche Intelligenz, also die wirklich ganz klar gesagt haben, künstliche Intelligenz ist das, worauf wir fokussieren. Das sind in der Tat Zahlen aus Deutschland. Ich habe leider keine aus der Schweiz gefunden. Da wurden 200 Startups, also über 200 Startups im letzten Jahr befragt und haben genau diese Zahlen dazu genannt. Es gibt da noch ein bisschen mehr dazu. Es gab da noch zusätzlich, haben 30% gesagt, dass sie perspektivisch auch ganz gerne auf KI gehen möchten. Und Sebastian hat es gerade schon im Eingang gesagt, die Schweiz ist natürlich eigentlich beim Thema KI ziemlich weit vorne. Es gab von Forbes im letzten Jahr, glaube ich, eine Auswertung dazu. Die haben sich die 30 wichtigsten KI-Startups angeschaut und davon sind 9 aus der Schweiz. Also ich würde sagen, ist schon mal ganz guter Wert, ne? So, und jetzt müssen wir diese ganzen tollen Innovationen natürlich noch irgendwie in die Verwaltung bekommen. Was glauben Sie denn, wie lange das im Durchschnitt dauert? Sind Zahlen übrigens, die von Gartner ausgewertet wurden im letzten Jahr. USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Australien und Singapur wurden da befragt. Eine Zahl in Monaten. 36? 3 Jahre? Das ist noch eine zweite Zahl. Danke. 24? Ja, 24 geht schon in eine gute Richtung. Es sind in der Tat 22 Monate zwischen dem ersten Kontakt und der schlussendlichen Beauftragung. Also schlussendlich wirklich fast 2 Jahre. Und ich glaube, Sie können sich das alle vorstellen, wenn wir mit einem jungen Unternehmen zusammenarbeiten, was 2 Jahre braucht, um dann überhaupt beauftragt zu werden. Der Lebenszyklus von Startups, wenn sie kein Geld bekommen, ja, ist dann potenziell dahin. Gut, aber wir als GovMarket vor allen Dingen, aber auch PwC, wir sprechen natürlich mit sehr, sehr, sehr vielen Organisationen, mit Startups, mit den GovTech-Unternehmen, KMUs, aber auch mit der Verwaltung selbst. Und wir haben mal so ein paar Sachen mitgebracht, was wir aus der Sicht von unterschiedlichen Personen im Endeffekt hören. Ja, die gute Nachricht vorab, GovTechs wollen mit der Verwaltung zusammenarbeiten. Sie sehen das große Volumen, sie sehen die Verlässlichkeit und sie sehen vor allem auch den Purpose hinter vielen Tätigkeiten der Verwaltung. Genau, auf der anderen Seite, wenn wir von der Verwaltung oder mit der Verwaltung sprechen, dann sprechen wir sehr häufig über Marktanalysen. Und da haben wir ganz häufig gehört in unseren Umfragen, ja, da rufe ich doch bei meiner Nachbargemeinde, bei meiner Nachbarkommune an in Deutschland oder rufe einfach bei den Leuten an, die ich kenne, die ich auf so einer Konferenz wie hier kennengelernt habe und frag mal, was die denn so machen. Also in der Regel wird so häufig dann auch beschafft und werden die ersten Zugänge zum Markt vorangetrieben. Ja, dafür kann es viele gute Gründe geben. Ich glaube, wichtig ist hier die Transparenz und ein gemeinsames Verständnis.
Es ist eben manchmal nicht unbedingt nachvollziehbar für einen Startup-Gründer, warum er eine Hermes Advanced-Zertifizierung braucht für ein Projekt. Und daher ist es wichtig, miteinander zu sprechen. Ja, und auf der anderen Seite steht natürlich ganz oft das Thema Gleichbehandlung. Also wenn ich mich in die Sicht der Verwaltung hineinversetze, dann wird immer wieder gesagt, ihr müsst Gleichbehandlung erreichen. Aber wie macht man das denn überhaupt? Und dann aus Deutschland ist das Zitat in der Tat, wird ganz häufig gesagt, ja, dann spreche ich mal lieber mit gar niemandem, weil da kann ich auch nichts falsch machen. Ja, ich glaube, das muss ich nicht kommentieren. Wir haben es vorhin gerade schon angesprochen. Jeder, der die Liquiditätssituation von jungen und kleinen Unternehmen kennt, sieht hier das Problem. Ja, aus den 90 Tagen ist in der Tat einfach Zahlungsziele super schwierig. Und ja, aus der Sicht von der Verwaltung ist es in der Tat, also gerade dann, wenn die Personen aus der Vergabe wirklich kommen und sich damit beschäftigen wollen, hören sie ganz oft aus den IT-Abteilungen, wenn gesagt wird so, ach, ich möchte eigentlich genau diese Lösung haben. Da wird ganz viel Kreativität im Endeffekt auch tot gemacht. Die Leute aus der oder die MitarbeiterInnen aus der Vergabe haben Lust, kreativ zu sein und auch mal neue Dinge auszuprobieren. Und dann ja, wird schon gesagt, du musst das einzelne Tool einkaufen und das macht es natürlich etwas schwieriger. Wir haben all diese ganzen Punkte, die wir jetzt hier aus Sicht von den Startups und von der Verwaltung einmal aufgenommen haben, mit Zitaten einmal zusammengefasst. Und die lassen sich in der Tat sehr gut zusammenfassen, weil sie sind nämlich für beide Seiten eigentlich identisch. Es kommt immer wieder das Thema, es ist wahnsinnig komplex, hat Sebastian gerade schon gesagt, Ausschreibung, weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite als Verwaltungsmitarbeiterin, wenn ich auf eine Webseite von einem Unternehmen schaue und da steht irgendwie eine KI-basierte Blockchain, Lösung, ja, wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, damit was anzufangen. Also Komplexität, Undurchsichtigkeit spielt da natürlich genauso mit rein. Aus Sicht von den Startups, ich weiß teilweise gar nicht, wen ich direkt ansprechen soll. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Wir hatten in den letzten Wochen, Monaten sehr viele junge Unternehmen, die bei uns angerufen haben, gesagt haben, ey, sag mal, das ist ein Organigramm, das finde ich irgendwie auf einer Webseite, aber was mache ich denn damit? Dann rufe ich da irgendjemanden an oder ich habe vielleicht jemanden auf einer Veranstaltung kennengelernt, der ist irgendwo in einem Organigramm in einem kleinen Kästchen. Was bedeutet das denn überhaupt? Es ist super undurchsichtig für die jungen Unternehmen. Und auf der anderen Seite, wir selbst als GovMarket haben viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Und wenn dann die Unternehmen zu uns kommen und sagen, nach 3 Monaten hat sich irgendjemand gemeldet, dann sitze ich da und sage so, geil, nach 3 Monaten, die waren mega begeistert von eurer Lösung. Und die Unternehmen sagen, ja, aber nach 3 Monaten ganz ernsthaft, also das ist überhaupt gar kein Interesse da. Also ich glaube, da braucht es einfach mehr Transparenz von beiden Seiten. Und das Thema Risiko hatte Sebastian auch schon gerade mit den Zahlungszielen angesprochen. Ein Risiko, was uns aber aus Sicht der Verwaltung auch ganz häufig genannt wird, ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob das Unternehmen noch existiert. Das hatte ich am Anfang schon gesagt mit den 22 Monaten. Es ist am Ende schlussendlich ein Henne-Ei-Problem. Die Verwaltung möchte gerne junge Unternehmen einsetzen. Auf der anderen Seite, die Beauftragung ist schwierig. Die jungen Unternehmen brauchen aber diese Beauftragungssituation, um überhaupt liquide zu bleiben. Von daher können wir, glaube ich, in der Tat gemeinsam gut daran arbeiten, diesen jungen Unternehmen eine Chance zu geben, weil schlussendlich, und das egal mit wem man spricht, die Vergabe ist eins der wichtigsten Dinge, die in der Verwaltung überhaupt gemacht werden. Und das zieht sich wirklich komplett durch. Egal mit wem man spricht, von der IT-Seite heraus wird ganz häufig gesagt, so, ja, irgendjemand muss es ja einkaufen. Dann die Kreativität noch mit reinspielt, okay, aber auch die Bedarfsseiten haben wahnsinnig viel Lust, dass da auch Dinge gut und toll passieren. Und wir haben das Ganze einmal untergliedert. Sebastian hat es gerade schon angedeutet, wir wollen gerne ein paar Beispiele mit reinbringen, und zwar zu diesen unterschiedlichen Schritten aus Sicht der schlussendlichen wirklichen Beschaffung, die von dem ersten Kennenlernen bis dann auch wirklich zur Einführung, zur Weiterentwicklung aus unserer Sicht geht. Also wir müssen Bewusstsein schaffen rund um das Thema Scouting, die richtigen Lösungen zu finden, die richtigen Unternehmen anzusprechen. Wir müssen aber auch gute Ausschreibungen und Vergabeverfahren haben. Wir müssen uns mit Zahlungsmodalitäten beschäftigen. Wir müssen in das ganze Thema Cashflow auch viel stärker reingehen. Auch das gehört aus unserer Sicht zur Beschaffung mit dazu. Und schlussendlich natürlich auch die Einführung und die schlussendliche Weiterentwicklung von solchen Lösungen.
So, jetzt mal ein paar Beispiele dazu. Ein Beispiel aus Chile. Also wir gehen einmal wirklich weltweit auf die andere Seite der Welt. In Chile gibt es ein Beschaffungsmodul, das ist in das komplette Beschaffungssystem eingefügt. Das nennt sich Compra Agil. In der Tat, was ich an diesem Tool besonders cool finde, das wurde innerhalb von 30 Tagen entwickelt. Also da wurde ein Bedarf gesehen und die Mitarbeitenden in der Verwaltung haben gesagt, wir wollen das, wir machen das. In 30 Tagen war dieses Modul da. Und noch toller an diesem Modul ist, dass es auch eine sehr schnelle Beschaffung ermöglicht. Hier werden möglichst kleinteilige Aufträge freigeschaltet und innerhalb von einer kurzen Zeit können sich die Unternehmen, die eine Lösung darauf anbieten, also sehr produktbasiert, eine Lösung anbieten, darauf bewerben. Wenn das dritte Angebot eingegangen ist, kann ein Zuschlag erfolgen. In der Regel, also jetzt aus der Vergangenheit heraus, für das günstigste Angebot, was da gemacht wurde. Aber also zumindest aus der deutschen Sicht, ich kenne das selbst, ich habe wahnsinnig viele Ausschreibungen mitgemacht. Man wartet bis zum letzten Tag dieser Ausschreibung, obwohl man das Konzept vielleicht schon fertig hat. Man schraubt da immer noch mal ein bisschen rum und so weiter und so fort. Vielleicht gerade bei Beratungsleistungen ist das sicherlich ein guter Weg, aber wenn ich ein Produkt habe, habe ich meine Produktbeschreibung, ich kenne alles. Und dann kann ich natürlich hier sehr schnell agieren und so kann hier in Chile auch wirklich eine schnelle Beschaffung stattfinden. Ein anderes Beispiel, ein bisschen näher an uns, zumindest lokal, das ist das Tendernet aus den Niederlanden. In den Niederlanden, auch da in Tendernet, werden quasi über ein Tell-us-once-Prinzip alle möglichen Daten der Unternehmen abgelegt. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, also GovMarket gibt es jetzt seit einem Jahr. Wir haben an vielen Ausschreibungen teilgenommen. Ich weiß nicht, wie oft ich bestimmte Anträge ausgefüllt habe, wie oft ich meine Handelsregisterauszüge und sonstige ganzen Sachen immer wieder abgelegt habe. Das wird im Tendernet einmal zentral abgelegt. Da können die VerwaltungsmitarbeiterInnen drauf zugreifen. Und das ermöglicht natürlich auch eine Schnelligkeit. Und mir als Unternehmen gibt es auch einfach mehr Möglichkeit, mich auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren und nicht diesen ganzen organisatorischen Scheiß zu machen, sondern das wirklich an einer Stelle abgelegt zu haben. Ja, und noch ein anderes Beispiel aus der Ukraine, das ist der Factoring Hub, übrigens etwas, was, ja, gucken wir auf die Zeit, etwas, was auch immer noch eingesetzt wird, der Factoring Hub. Factoring Hub ist ein Tool, wo die Banken, die ukrainischen Banken, die Möglichkeit haben, in Zahlung für die Verwaltung einzusteigen. Der Factory Hub bzw. die Banken haben eine Schnittstelle an das Beschaffungsmodul geschaffen und darüber sehen sie, welche Unternehmen von der Verwaltung beauftragt wurden. Das heißt, das hilft natürlich für die Bewertung von Unternehmen. Auf der anderen Seite gehen die Banken, die ukrainischen Banken, dann auch in Vorleistung für die Verwaltung, um eben auch das ganze Thema dieser Zahlungsziele, diese 90 Tage, auch auszuräumen, um da einfach mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum auch für die jungen Unternehmen zu schaffen. So, aber was passiert denn in der Schweiz? Ja, auch in der Schweiz bieten sich viele Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zwischen GovTex und den Verwaltungen zu vereinfachen. Wir gehen jetzt im Folgenden auf vier Bereiche ein. Erstens, das haben wir sicherlich heute auch an der einen oder anderen Stelle schon gehört, gilt es nun, die Möglichkeiten im neuen Beschaffungsrecht auszunutzen. Es geht hier vor allem um das Thema Grundsatz des vorteilhaftesten Angebots. Es geht um Dialogverfahren und es geht um Bietergemeinschaften. Zweitens, auch auf Basis von dem neuen Beschaffungsgesetz können heute GovTex vermehrt mit komplementären Partnern ins Rennen gehen. Das schafft Sicherheit für die Unternehmen, aber auch Sicherheit für die Verwaltung, also die Auftraggeber, und verbessert letztlich auch die Qualität. Wir als PwC arbeiten beispielsweise in verschiedenen Projekten für die Verwaltung bereits mit GovTex zusammen. Die profitieren in der Regel dann von unseren Erfahrungen mit der Verwaltung, mit großen Systemintegrationen und Transformationen. Wir wiederum profitieren von den innovativen neuen Ideen und Lösungen. Drittens, neue Gefäße. Hier sind viele Verwaltungen in der Schweiz schon sehr aktiv. Wir haben heute zwar schon einiges von Zürich gehört, aber jetzt habe ich trotzdem auch noch ein Beispiel aus Zürich. Die Innovation Sandbox vom Kanton Zürich für künstliche Intelligenz beispielsweise oder
die Innovationsbörse der Bundeskanzlei, die dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurde. Hier konnten Bundesämter Challenges formulieren. Challenges, also Herausforderungen, denen sie im Arbeitsalltag oder auch in Zukunft sich konfrontiert sind oder sich konfrontiert sehen. Die Challenges wurden dann veröffentlicht und Startups wurden eingeladen, Lösungen zu skizzieren und vorzuschlagen für diese Challenges. Dann gab es Interaktionen miteinander, man hat gesprochen und man hat auch über die nächsten Schritte, wie beispielsweise die Lancierung von konkreten Projekten gesprochen. Und für den letzten Bereich gebe ich gerne nochmal an Jana. Zum letzten Bereich. Natürlich ist GovMarket auch eine Möglichkeit, um hier möglichst schnell in die Beschaffung einzusteigen und auch das Ökosystem vor allen Dingen transparent zu machen. Ich sage mal noch zwei Sätze zu GovMarket, damit wir überhaupt wissen, warum wir in dieser Konstellation stehen. GovMarket ist ein Joint Venture aus PwC heraus. Ganz bewusst eine Ausgründung aus einer Wirtschaftsprüfung. Natürlich mit einer großen Wirtschaftsprüfung im Hintergrund. Heißt, wir screenen unser Ökosystem an möglichen GovTechs, die eben Lösungen anbieten. Auf der einen Seite die ganzen Themen, Finanzierung und so weiter werden durch die Wirtschaftsprüfung auch mit betrachtet. Heißt gleichzeitig, dass die Verwaltung da natürlich auch eine möglichst hohe Sicherheit bei genau diesen Fragestellungen hat. Auf der anderen Seite sind wir durch diese Ausgründung auch sehr unabhängig. Wir können dadurch, dass wir in keine wir selbst als GovMarket in keine Finanzierung, in keine Abhängigkeiten zu den GovTech-Unternehmen gehen, auch möglichst ein breites Ökosystem zeigen. So, und GovMarket kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, vor allen Dingen für die Transparenz. Wir haben im letzten Jahr, seit unserer Gründung, das war Ende Mai letzten Jahres, also ein bisschen mehr, mittlerweile über 400 Lösungen kuratiert. GovTech-Lösungen, die eben einen Mehrwert darstellen. Und was mich dabei besonders freudig macht, ist, dass es nicht nur die Lösungen sind, die sich rein bisher auf die Verwaltung konzentriert haben. Wir haben auch viele Lösungen aus anderen Bereichen, beispielsweise aus der Gastronomie. Wenn wir jetzt gerade hier beim Thema KI sind, ein Startup aus der Gastronomie, die KI-basierte Schichtpläne erstellen für die Gastronomie, eigentlich sehr naheliegend, aber dieses Tool kann ich natürlich auch sehr gut auf alle anderen Schichtsysteme in der Verwaltung übertragen, sei es Polizeien, sei es der Health-Bereich, aber auch andere Bereiche, wo man eben in Schichten mit Menschen zusammenarbeitet. Und das ist auch das. Wir haben hier nochmal eine kurze Zusammenfassung mitgebracht und Sie sehen da auch einen Screenshot aus unserer Anwendung. Wir haben im Endeffekt als GovMarket quasi den ersten App-Store für genau diese GovTech-Lösungen. Wir wollen die Innovation sichtbar machen. Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass eben genau diese Risiken minimiert werden. Und schlussendlich bauen wir damit Brücken von der einen Seite von den Startups bis hin schlussendlich auch zu den Verwaltungsmitarbeitenden. Na, jetzt möchte ich es nicht mehr? Doch, da sehen Sie auch einen kleinen Auszug daraus, welche Unternehmen wir mit dabei haben. Zeilenwerk, ein richtig cooles Schweizer Unternehmen, hatte ich schon gesagt. Es sind in der Tat sehr viele Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben ein paar Unternehmen, die auch europaweit sind. Es ist ein Auszug aus den ganzen Lösungen, die wir anbieten. Mittlerweile auch, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr, sehr großes Netzwerk an möglichst unterschiedlichsten Lösungen aus ganz vielen Bereichen, die ich gerade schon eben alle angesprochen hatte. Damit sind wir zumindest auch durch und freuen uns natürlich auch über Fragen. Vielen Dank, die beiden Referentinnen, mit extra Pause dazwischen. Also erstmal einen großen Applaus. Und damit vielleicht zur Fragerunde, nicht KI, aber noch breiter Innovation und wie man sie fördern kann. Wer hat hier eine Frage? Keine Fragen? Die Pause doch, ist, oder? Doch, gleich zwei. Meine Güte, können Sie nicht immer näher? Fitnessprogramm für Profs. Ja. Inwiefern die Bietergemeinschaften bei Ausschreibungen die Startups fördern, das ist mir nicht ganz klar. Können Sie das etwas erläutern, was da der Vorteil ist? Ja,
Der Vorteil, den wir jetzt in der Praxis erlebt haben, auch selbst, ist, dass eben diese komplementären Partnerschaften möglich sind. Das heißt, ein Startup, nehmen wir jetzt mal an, 10 Leute, sie haben eine coole Lösung, aber wahrscheinlich, um das Beispiel jetzt nochmal aufzugreifen, haben niemanden, der eine Herbis-Zertifizierung hat. Niemanden, der beispielsweise auch Prozesse in der Verwaltung sehr gut kennt. Und das kann dann oftmals zu Problemen dann in der Umsetzung und Implementierung führen. Da ist dann auch der Kunde unzufrieden, aber auch für das Startup selbst einfach überfordernd sein. Und da sind natürlich dann die Möglichkeiten, gemeinsam ins Rennen zu gehen, für alle Seiten vorteilhaft. Aber es braucht hier sicherlich noch Übung. Es gibt natürlich das Konstrukt GU und so weiter, aber das hat auch wieder andere Nachteile. Aber dieses eben Konstrukt Bietergemeinschaften braucht sicherlich noch ein bisschen Übung auf allen Seiten. Also inklusive GovTechs, inklusive Partnern wie uns als PwC oder anderen. Ja. Noch eine Frage. Ich lasse den Blick schweifen. Ah, Sie hatten, ja genau. Danke sehr. Max Wellenhofer, mein Name. Zwei Fragen eigentlich. Und zwar zum einen, zu wie vielen Vergaben kommst du denn aktuell auf GovMarket? Und die andere Frage, für Dienstleister, die vielleicht ein bisschen breiteres Zielgruppenspektrum haben, inwiefern wäre es für die interessant, sich mit GovMarket näher zu beschäftigen, die vielleicht nicht nur ein GovTech sind? Ja, danke. Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die relativ einfach zu beantworten ist natürlich. Wir schauen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, eben nicht nur auf die reinen GovTech-Unternehmen. Alle Lösungen, die bei uns in unsere Netzwerk, in unser Netzwerk reinkommen, die sollten aber einen Bezug zur Verwaltung haben. Um das plastisch zu machen, wir werden keine Lösungen aufnehmen, die im klassischen B2B-Bereich unterwegs sind. Wir haben aber auch, wenn man jetzt beispielsweise an Fintechs denkt, einige Unternehmen, die im Finanzbereich unterwegs sind, gerade in Deutschland, in den Kämmereien beispielsweise, in den Kommunen beispielsweise aktiv sind, die bisher ihr Geschäftsmodell eher auf Banken ausgelegt hatten, die sich aber sehr gut übertragen lassen. Heißt also da, es ist eine Breite da, diese Breite sollte aber immer mit dem Fokus auf der Verwaltung da sein. Die reine Beauftragung, die Sie gerade angesprochen hatten, sind bei uns in der Tat gerade sehr viele Markterkundungen, die wir mit begleiten. Das heißt, es kommen sehr viele MitarbeiterInnen aus der Verwaltung auf uns zu und fragen und suchen nach speziellen Lösungen zu einer bestimmten Fragestellung. Wir hatten jetzt vor kurzem beispielsweise das Thema Wissensmanagement, also Fachkräftemangel wurde hier während der Konferenz ja auch schon häufig diskutiert. Wie kann ich das Wissensmanagement denn auch wirklich ja aktiver begleiten? Was kann ich da machen? Dafür gibt es wahnsinnig viele Lösungen neben dem, ich schreibe das mal irgendwo auf, bis hin zu wirklich einem, ich nehme eine kurze Sprachnachricht auf, es wird transkribiert, wird abgelegt, wird verschlagwortet und so weiter. Da kann KI natürlich wieder wahnsinnig gut mit reinspielen. Das sind alles Dinge, die wir uns anschauen, wo wir auf unser Netzwerk zurückgreifen, um dann der Verwaltung auch wirklich diese Breite zu zeigen. Genau, das sind, da waren in der letzten Zeit, im letzten Jahr einfach sehr, sehr, sehr viele Lösungen, die da waren. Das, was Sie gerade gesehen haben, auch mit dem Screenshot, das ist unser Produkt, damit die VerwaltungsmitarbeiterInnen das eben auch alleine machen können, um sich auch inspirieren zu lassen. Unser Produkt ist in der Tat, also wir haben einen Soft-Launch gemacht, haben immer wieder neue Versionen davon live gebracht, gestern, also wirklich jetzt. Nochmal, für mich zumindest auch ein kleiner Applaus, aber gestern ist es so richtig, richtig live gegangen. Das heißt, man kann sich jetzt auch direkt anmelden. Wir können es jetzt auch viel besser tracken. Wenn wir nächstes Jahr wieder hier sind, kann ich Ihnen noch mehr Zahlen dazu geben. Der Zugang ist frei. Ja, genau, richtig. Für alle Public Sector MitarbeiterInnen ist der Zugang frei. Ganz wichtig. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Und genauso auch für die Startups, weil auch da, jetzt erzähle ich doch ein bisschen länger, aber weil auch da natürlich genau diese Unternehmen, von denen wir gerade gesprochen haben, das sind teilweise Unternehmen, die gebootstrapped sind. Wir haben wahnsinnig viele MitarbeiterInnen aus der Verwaltung, die sich selbstständig gemacht haben und die bieten ihre Lösung genauso an. Deswegen dieser Zugang für beide Seiten kostenfrei, um dieses Netzwerk nicht kleiner zu machen, nicht künstlich zu verkleinern, sondern möglichst breit zu haben. Jawohl, das war jetzt das Schlusswort. Da draußen sehe ich schon ganz, ganz intensiv. Leute warten auf den abschließenden Teil dieser Konferenz. Für Sie alle eine Pause und die
innen darf ich noch mal kurz zu mir danach bitten. Herzlichen Dank. Dankeschön.